Guten Morgen erstmal hier in der Kirche und alle, die jetzt live mit uns verbunden sind, zu Hause an den Bildschirmen. Ja, es ist immer noch eine traurige Zeit, dass wir unsere Kirche nicht wieder ganz füllen können, dass viele noch zu Hause bleiben und bleiben müssen. Und trotzdem wollen wir heute fröhlich Gottesdienst feiern am Sonntag Rogate. Betet heißt das. Das ist das Thema. Und ich glaube, dass wir das in dieser Zeit ganz besonders brauchen, dass wir nochmal darüber nachdenken, wie wichtig es ist, mit dem höchsten Herrn, mit dem Allerhöchsten in Verbindung stehen zu dürfen. Ich möchte Sie einfach einladen heute, dass wenn wir miteinander noch nicht singen können, aber sprechen dürfen wir, Glaubensbekenntnis, Vater unser, vielleicht auch mal die Liturgie, nicht gesungen, sondern gesprochen, sodass wir wirklich miteinander diesen Gottesdienst feiern. Da lade ich gleich zu ein. Und mach auch fröhlich mit, sodass, wenn wir es ja nicht so gewöhnt sind, erst zu sprechen, vielleicht sogar dann doch auch gut hinkriegen. Ich danke allen, die schon mal vorweg, dem Singteam und allen, die hier dazu beitragen, dass dieser Gottesdienst gelingt, auch ja, den beiden, die gleich die Lesung machen und die Schriftlesung halten. Dankeschön. Und jetzt wollen wir erst einmal Gott loben mit einem ersten Lied, das singt jetzt hier das Singteam. Eigentlich wäre die Gemeinde dran, aber jetzt kommt das Singteam. Thank you.
Und so feiern wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr sei mit euch. Amen. Ja, zu unserem Gottesdienst gehört immer auch etwas aus dem Leben der Gemeinde zu sagen, auch wenn das sehr brach liegt. Und ich hoffe, dass das bald sich mal wieder ändert. Aber ganz herzlichen Dank möchte ich sagen für die Kollekten, die am vergangenen Sonntag eingelegt wurden. In der Ausgangskollekte waren es 255 Euro, im Klingelbeutel 846 Euro und an sonstigen Spenden gingen 615 Euro ein für verschiedene Zwecke. Heute sammeln wir am Ausgang für die Vereinte Evangelische Mission in der Ausgangskollekte und wir sammeln auch am Ausgang, eigentlich unsere Innenkollekte, aber sammeln sie am Ausgang in zwei verschiedenen Körbchen, dann für die Konfirmandenarbeit. Das ist der Zweck, den das Presbyterium bestimmt hat. Haben Sie die Vitamine für die Seele mitbekommen? Immer mittwochs unsere Gemeindebibelstunde mal anders, online. Wenn ja, muss ich Sie jetzt enttäuschen, das endet online. Es beginnt erstmal nächste Woche mit dem Himmelfahrtsgottesdienst am Donnerstag. Ganz normal hier, der wird auch online übertragen. Ja? Aber wir sind dann hier in der Kirche, Mittwochabend keine Vitamine für die Seele. Aber dann drauf den Mittwoch, am 27. Mai, vielleicht auch dann ein bisschen auf Abstand, das müssen wir ja noch einhalten, wird es die Vitamine für die Seele dann doch geben. So nennen wir ab jetzt unsere Gemeindebibelstunde. Warum auch nicht? Das passt ja auch gut. Ja, das brauchen wir doch. Gottes Wort ist Vitamine für die Seele, ist Vitamin, ein Vitaminstoß, damit wir den Mut nicht verlieren. Und da laden wir ganz herzlich am 27. Mai zur Gemeindebibelstunde wieder im Gemeindehaus präsenzmäßig ein. Sicher mit all den Dingen, die wir hier auch einhalten müssen. Und so grüße ich uns heute am Sonntag Rogate mit dem Wochenspruch aus dem Psalm 66. Gelobt sei der Herr, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Kommt, lasst uns anbeten. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja, lieber Herr Jesus Christus, du hörst uns, wenn wir zu dir rufen. Aber oft hören wir deine Stimme nicht. Du öffnest dir unser Herz und dein Herz für uns, wenn wir dir unsere Sorgen dir bringen. Aber wir öffnen dir unser Leben und Herz oft nicht und dafür, wo du uns gebrauchen möchtest. Du nimmst dir Zeit, immer wieder können wir zu dir kommen, jederzeit. Aber wie selten nehmen wir uns Zeit für dich. Wir sagen dir in unseren Gebeten unseren Willen, aber deinem Willen gehen wir oft genug aus dem Weg. Wir brauchen dich, aber wir fragen selten, wo du uns gebrauchen kannst. Herr, lehre uns richtig beten, mit dir reden und mit dir leben. So rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich unser. Herr Gott, erbarme dich. Christe, erbarme dich. Herr Gott, erbarme dich. Ja, wir haben unsere Sünde bekannt, aber wir dürfen doch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus in Empfang nehmen und immer wieder hören. In seinem guten Wort hat er gesagt, auch zu uns Menschen, die wir so viele Fehler haben, die wir so viel in unserem Leben falsch machen und auch manchmal so kleingläubig und voller Zweifel sind, und doch sagt Jesus, und alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, werdet ihr es empfangen. Ehre sei Gott in der Höhe. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Allein Gott in der Höhe sei er und Dank für seine Gnade. Darum, dass nun und nimmermehr uns rühren kann kein Schade. Ein Wohlgefallen Gott an uns hat. Nun ist groß Fried und Unterlass, Allfried hat nun ein Ende. Lasst uns beten. Lieber Jesus Christus, was ist das für eine wunderbare Zusage, von der wir täglich leben dürfen. So viele Worte der Heiligen Schrift sprechen davon, dass du unsere Gebete hörst.
Du nimmst dir Zeit für uns und unsere Bitten, Wünsche und Nöte. Wir sind dir so wichtig. Danke, dass du das vor allen Dingen an deinem Kreuz auf Golgatha so deutlich gemacht hast, wie wichtig du uns und unser Leben nimmst. Und darum ist das alles, was jetzt in dieser Welt geschieht, auch in diesem Augenblick, geht nicht an dir und deinem Herzen vorbei. Du wirst das alles einmal in deine Richtung einordnen und alle zur Verantwortung ziehen, die auch falsche Entscheidungen getroffen haben. Und du wirst all die bewahren, ja die Menschen auf der Erde, denn das hast du verheißen. Am Anfang in der Bibel steht das ganz deutlich. Und auf dein Wort ist Verlass und wir wollen dir vertrauen. Ganz unser Leben und diese Welt mit ihrem Leben und allen Menschen auf der ganzen Welt dir anvertrauen. Ja, wir bitten dich, Herr, dass du deine segnenden Hände über uns hältst, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja, lasst uns Gott loben mit Liedern. Ja, und ich habe es eben gerade so gesagt, vergessen zu sagen, wenn wir hier nicht mitsingen, dann dürfen wir innerlich mitsingen. Aber zu Hause, ganz ehrlich, wo Sie jetzt am Fernsehen sitzen oder am Laptop oder am Handy, ist egal, da darf man laut mitsingen. Ich habe das die ganze Zeit gemacht, wenn ich dann zu Hause bleiben musste und meine Kollegen hier Gottesdienst feierten, haben wir fröhlich zu Hause mitgesungen. Singt umso lauter, macht die Fenster und die Türen auf, dass die Nachbarn es hören. Wir wollen Gott loben. Thank you.
13 aus der Guten Nachricht. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern: Stellt euch vor, einer von euch geht mitten in der Nacht zu seinem Freund und bittet ihn: Lieber Freund, leih mir doch 3 Brote. Ich habe gerade Besuch von auswärts bekommen und kann ihm nichts anbieten. Würde da der Freund im Haus wohl rufen: Lass mich in Ruhe, die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder liegen bei mir im Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, wenn er auch nicht gerade aus Freundschaft aufsteht und es ihm gibt, so wird es doch wegen der Unverschämtheit jenes Menschen tun und ihm alles geben, was er braucht. Deshalb sage ich euch, bittet und ihr werdet bekommen, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt, wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es um einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn es um ein Ei bittet? So schlecht ihr auch seid, ihr wisst doch, was euren Kindern gut tut und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Nun wollen wir gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich lese uns den für den heutigen Sonntag vorgeschlagenen Predigttext aus dem Matthäus-Evangelium aus der Bergpredigt Jesu, Kapitel 6, die Verse 5 bis 15. Und wenn ihr betet, sagt Jesus, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten: Vater, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eurer Verfehlungen auch nicht vergeben. Herr, dein Wort liegt aufgeschlagen und will uns deinen Willen sagen. Lass deinen Geist das Herz durchwalten. Lehr du uns reden, hören und behalten. Amen. Liebe Gemeinde, sie hatte den ganzen Tag schwer geschuftet. War einkaufen gewesen, beim Metzger, beim Bäcker, im Supermarkt, auf dem Wochenmarkt, hatte alles dann nach Hause geschleppt, ihre Einkäufe verstaut. Dann ging es ans Putzen. Vorher wurde noch die Wäsche sortiert, die Waschmaschine eingeschaltet, nach ein paar Stunden dann wieder alles umgeräumt in den Trockner. Manches wurde draußen aufgehängt. Die Kinder mussten von der Schule abgeholt werden. Oh ja, mal eben schnell noch rüberfahren, denn der Bus fuhr ja heute nicht. Und eigentlich hatte sie den ganzen Tag keine freie Minute gehabt. Dann kam er nach Hause, knallte die Aktentasche in die Ecke, zog die Pantoffeln an, die Jogginghose an, legte die Füße auf den Tisch. Und als sie aus der Küche beim Essen vorbereiten war und sagte, na Schatz, wie war denn dein Tag heute, bekam sie ein vielsagendes zu hören. Haben Sie jetzt auch gedacht, was ist das für eine Ehe, ne? Haben Sie das gedacht, ja? Wird das gut gehen? Denn sie hat da nochmal freundlich nachgefragt und kriegte ein noch viel besseres zu hören. Ja, keine Kommunikation. Wir alle wissen, wenn die Kommunikation nicht mehr stimmt, wenn man nicht mehr miteinander redet, wenn man auf Distanz immer nur noch lebt, da geht ganz viel kaputt. Da geht unser menschliches Leben kaputt. Das geht nicht. Das ist schlimmer als jedes Virus, wenn wir miteinander nicht mehr in Kontakt bleiben und nicht miteinander sprechen. Kommunikation, das ist wichtig, davon leben wir Menschen. Davon spricht eigentlich auch jetzt Jesus in seiner Bergpredigt, wenn es ums Beten geht. Wobei, eigentlich habe ich gedacht, in Nümbrecht muss ich gar nicht übers Beten predigen, das ist doch selbstverständlich, im frommen Oberbergischen. Wenn ich auf die Straße gehen würde, würde irgendein der Kinder fragen, was ist Beten, antworten die alle wie aus der Pistole geschossen, waren alle hier im Konfi oder meisten im Konfi-Unterricht. Und wer nicht da war, weiß es auch, Beten, das Reden mit Gott. Punkt. Wissen die alle? Oder wisst das nicht? Muss ich das auch erklären? Muss ich das euch noch beibringen? Nein, das wissen wir alle. Aber ist das Gebet wirklich noch so wichtig? Nehmen wir es noch so wichtig, wie es eigentlich zu nehmen ist? Martin Luther hat da ja mal ein schönes Beispiel gebracht. Das geht mir nicht aus dem Kopf und das habe ich immer wieder im Herzen. Er hat gesagt, wie ein Schuster einen Schuh macht. Jetzt haben wir gar keinen mehr im Dorf, es ist irgendwie furchtbar, ja? Passt irgendwie gar nicht mehr. Aber ich habe das noch erlebt, also fang nochmal an. Wie ein Schuster einen Schuh macht und ein Schneider einen Rock, also soll ein Christ beten, eines Christen Handwerk ist beten.
Und dann machen wir es lieber ein bisschen moderner. Also wie ein Automechaniker natürlich Autos ja repariert und auch wieder in Ordnung bringt und Ahnung davon hat, wo ich überhaupt nicht weiß, wie das funktionieren könnte. Und der hat auch noch Spaß daran. Ich kenne so Leute, die haben so Spaß an ihrer Arbeit, dass sie gerne dahin gehen und an den Autos rumschrauben. Also sollen wir Spaß und Freude an unserem Gebet haben. Oder wie ein Bäcker, ja, der Bäcker Schmidt hier gerne seinen Laden schmeißt und uns mit Brot und auch Bäcker Kraus, wie die uns gut versorgen. Also sollen wir beten, ganz normal und Freude daran haben. Ist das so? Wie ist das oft in unserer Gemeinde, wenn wir in den Gruppen und Kreisen zusammen sind? Haben vieles miteinander zu besprechen und dann kommen manchmal so zum Schluss, lass uns noch kurz beten. Kennen Sie die Formulierung? Lass uns noch kurz beten. Dabei ist diese Formulierung und das kleine Wörtchen kurz, es lässt doch ganz tief blicken, wie wichtig wir das Gebet nehmen. Alles andere ist ja auch viel wichtiger. Das Wort Gottes zu hören ist ja wichtig. Und wir müssen auch sicher an das, was wir gehört haben, in die Tat umsetzen. Und da muss man doch nicht noch lange Gebete sprechen. Und mancher wird das ja jetzt auch genauso sehen. Aber da fällt mir dann der englische Prediger Spurgeon ein. Ich war ja jetzt viele Urlaube mal in Großbritannien, in England, habe da ja mich da auch öfter mit der Kirchengeschichte da beschäftigt und vieles so erlebt an verschiedenen Gemeinden. Und Spurgeon, von dem habe ich gehört, der hat einmal einen Mann gesehen, der hat mit einer Säge ganz viel Holz zu sägen gehabt, aber er kam nicht vorwärts. Der hat gesägt und gesägt, aber die Säge war stumpf. Das konnte sogar ein Pastor sehen, dass die Säge stumpf war, dass es nicht funktionierte. Da hat der Spurgeon ihm aufgefordert, Mensch, wollen Sie nicht erstmal die Säge schärfen? Nein, sagte der, habe ich keine Zeit für. Ich habe so viel Holz zu sägen, ich habe keine Zeit zum Sägeschärfen. Verstehen wir, was das mit dem Gebet zu tun hat? Keine Zeit zum Beten? Vielleicht ist das gerade die entscheidende Zeit in unserem Leben, weil Beten den Glauben und das Vertrauen auf Gott schärft und stärkt. Weil Beten uns hilft, die Probleme der Welt, ja, zwar die uns manchmal niederdrücken, aber doch nicht so an uns heranzulassen, dass sie uns zermalmen und zerdrücken, sondern weil wir sie abgeben dürfen an einen, der all das weiß und kennt und trägt und diese Welt in seinen Händen hält. Weil Beten uns in die Nähe unseres Gottes, unseres Vaters im Himmel bringt, der uns neue Kraft und Stärke gibt für jeden Augenblick unseres Lebens. Jesus nimmt jedenfalls das Beten sehr ernst. Wenn wir auf Jesu Leben schauen, dann hat er nicht nur vom Beten gepredigt, da komme ich gleich zu, er hat das Gebet gelehrt. Immer wieder an verschiedenen Stellen wird das so schön erzählt, dass er früh am Morgen aufsteht und lange betete, ganz für sich alleine. Wir kennen das auch aus dem Garten Gethsemane. Jesus hat vor der Kreuzigung nochmal ganz besonders den Kontakt zum Vater im Himmel gesucht. Immer wieder wird das mit kleinen Nebensätzen, lesen Sie heute Nachmittag, wenn Sie Zeit haben, mal die Bibel oder nehmen Sie mit in den Wald und setzen sich auf eine Bank und dann finden Sie die Stellen heraus, wo das immer wieder steht und der Herr zog sich zurück zum Gebet, um mit seinem Vater im Himmel zu sprechen und das gab ihm Kraft. Und deswegen dürfen auch wir heute vom Beten einfach nochmal hören, ja, Beten ist Reden mit Gott. Und das Erste, was Jesus uns hier sagt aus diesem Text heraus, ist, Beten ist Reden mit Gott, aber nicht mit den Menschen. Soll ich es nochmal lesen? Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Man kann diese Worte Jesu ganz leicht falsch verstehen. Viele Menschen wollen sie bewusst falsch verstehen und sagen, ihr frommen Leute mit euren Gebetsgemeinschaften, das lasst mal lieber. Ihr habt doch vom stillen Kämmerlein gehört, jeder soll für sich beten, das ist besser. Aber das ist so, wie man manchmal aus irgendwelchen Reden von Politikern oder wie auch immer oder auch von Pastoren oder vielleicht auch von einfachen Nachbarn einfach etwas aus dem Zusammenhang reißt. Im Zusammenhang der Bibel sagt Jesus noch viel andere Dinge, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, in meinem Namen eins werden, da bin ich mitten unter ihnen. Oder Matthäus 18, Vers 19, wahrlich, ich sage euch, wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie Gott den Vater bitten werden,
Das, so soll es ihnen widerfahren. Also in dem gemeinsamen Gebet, da liegt besondere Verheißung. Jesus hat das gemeinsame Gebet, auch die Gebetsgemeinschaft, gerade nicht ad acta gelegt mit diesen Worten, sondern deutlich gemacht, worum es wirklich geht. Hier geht es darum, um die Haltung bei unserem Gebet. Wenn Jesus sagt, geh in dein Kämmerlein, nicht vor den Leuten beten. Es geht um die Haltung. Mit wem rede ich, wenn ich meine Hände falte? Egal, ob da viele Leute sitzen oder wenig. Unser Gebet richtet sich an unseren Vater, nicht an die Zuhörer, die um mich herum sind. Deswegen darf unser Gebet etwas ganz Persönliches sein. Und deswegen in Gebetsgemeinschaft, wenn man so Persönliches sagt, wird der andere, der zuhört, das auch nicht heraustragen und in der Öffentlichkeit dann zertreten. Der hat aber das und das gesagt. Also. Sondern Gebetsgemeinschaft ist ganz Intimes, wo ich mit Gott, mit dem Vater im Himmel verbunden bin und ich darf es ihm sagen. Und wir dürfen gemeinsam vor ihn treten und die anderen dürfen das mittragen. Und ich darf manchmal auch stammeln und manchmal gar nicht die richtigen Worte finden, egal wie die Leute ringsherum das eigentlich empfinden, wenn mir plötzlich dann der Atem stockt oder die Tränen in mir kommen. Ich darf beten und ich soll beten und wir sollen zusammen beten, aber eben nicht vor den Leuten, sondern vor Jesus Christus, unserem Heiland, dürfen wir stehen im Gebet. Das ist das Entscheidende. Beten ist Reden mit Gott, nicht vor den Menschen. Zweitens, Beten ist Kommunikation. Ich will es mal noch anders sagen, nicht ein Anpredigen Gottes. Ist auch eine Gefahr. Aber die hat Jesus hier schon gesagt. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viel Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Das ist auch so eine Gefahr, dass wir in unseren Gebeten, wenn wir denn uns aufmachen und beten, Gott eine lange Predigt halten. Gott ganz viel erzählen, was er alles zu tun hat. Und ihm in den Ohren legen, das darf man, da komme ich gleich zu. Aber es ist das Gebet keine Beschwörungsformel, wie man das manchmal im Fernsehen sieht, aus dem Himalaya. Habt ihr schon mal so Fernseher gesehen, so Bilder, wo dann so buddhistische Gebetsmühlen sind, wo man nur vorbeigeht und da sind Gebete auf dieser Mühle drauf und die muss man immer drehen und wenn die sich drehen, dann klappern die und dann gehen die an den Himmel. Das ist das, was Jesus hier meint. Das ist nicht richtig. Wir brauchen nicht irgendwie etwas nur runterplappern, sondern Gebet ist echtes Reden mit Gott, richtige Kommunikation. Und dazu gehört zum Beispiel auch, wenn wir wirklich miteinander in Kontakt treten, dass nicht nur ich rede, sondern dass vielleicht auch der andere mal redet und zu Wort kommt. Also wenn ich Leute zu Hause zu Besuch besuche, ist ja vielleicht wieder möglich, ist es ja auch wichtig, dass derjenige, den ich besuche, auch mal zu Wort kommt, oder nicht? Erst dann entsteht doch Kommunikation. Und wenn der Pastor nur an die Tür kommt und sagt, lassen Sie mich da rein, ich wollte Ihnen von Jesus erzählen, der ist für Sie am Kreuz gestorben, und dann auf Wiedersehen. Die Leute werden gucken, das ist keine Kommunikation, das will keiner hören. Wir haben alles richtig gesagt. Aber es ist wichtig, miteinander in Kontakt zu treten. Bei uns Menschen ist das so und bei Gott auch. Und im Gebet ist das auch so. Ich sage es mal anders, wir dürfen auch im Gebet mal einfach nur still sein vor Gott. Zeit haben und Stille üben. Damit er auch mal zu uns reden kann. Vielleicht hat er ja auch mal was zu sagen. Vielleicht möchte er ja mal zu unserem Herzen reden. Nicht nur, dass wir ihm immer unser Herz ausschütten, sondern dass er in unser Herz auch mal herantreten darf und uns in der Tiefe der Stille vor Gott klar wird, was für unser Leben gerade dran ist. Das kann man erleben. Das ist kein Geheimnis, das ist nichts Esoterisches. Das ist genau das, was der Herr will, wovon Jesus redet. Still sein, damit Gott reden kann. Gerade wenn wir mit ihm reden im Gebet. Es ist echte Kommunikation. Ja, wir dürfen reden, aber wir dürfen auch stille sein und zum Hörer werden im Gebet. Und dann, wie soll denn unser Gebet, wenn wir anfangen, anfangen? Drittens, Beten ist erst einmal Anbetung. Ach, das kennen wir alles. Manche wird jetzt beim Vorlesen des Predigtextes gedacht haben, ach, das kommt ja gleich nochmal, das Vaterunser. Wir werden es zum Schluss beten. Es ist auch eines der schönsten Gebete, die wir haben und die wir kennen. Darum sollst du so beten, unser Vater im Himmel. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das Schöne am Vaterunser ist, wir nehmen erstmal Gott in den Blick. Nicht unsere Sorgen, nicht unsere Nöte, nicht dass wir uns, was uns gerade runterzieht und beschäftigt und vielleicht unruhig stimmt. Wir nehmen erst einmal Gott in den Blick. Wer ist das eigentlich, zu dem wir da reden?
Und es ist nicht nur Gott oder der Allmächtige. Ich weiß nicht, ob ich zusammengeschreckt bin. Ich hatte jemanden mal beauftragt, hatte auch großes Vertrauen, jemand die Fürbitte beim Konfirmationssonntag zu halten, dachte, das wäre gut. Und dann begann das Fürbittengebet hier unten so. Ich habe nicht kontrolliert, hätte ich machen sollen an der Stelle. Ich bin nicht so ein Kontrolleur. Aber ich war so schockiert, als ich da saß und die Anrede war, Gott, wir bitten dich. Ein kalter Schauer lief mir über den Rücken. Könnt ihr das verstehen, warum? Weil Gott nicht nur Gott ist oder ein Allmächtiger und ganz weit weg. Ich rede zu meinem Vater im Himmel, zu meinem Heiland Jesus Christus, der mich so geliebt hat, dass er sein Leben für mich am Kreuz gegeben hat, der so nach dir und mir sich sehnt und der mich und dich so wichtig nimmt, dass er das getan hat und der so eine enge Beziehung zu dir und mir und zu jedem Menschen haben will, dass wir ja bei ihm immer nur offene Türen anrennen, wenn wir zu ihm beten. Ich würde ja nie mit meinem Vater sagen, Vater, kannst du mir mal dies und das geben? Ich habe immer gesagt, Vati. Manche sagen Papa, meine Kinder sagen Papa. Ja, ja. Das ist diese vertrauensvolle Anrede, es ist egal, wie die Rede ist, auf das Wort kommt es nicht an, aber dieses Vertrauen, ich rede mit meinem Vater im Himmel. Ich nehme ihn erstmal in den Blick, unseren Gott. Er ist der Vater, unser aller Vater. Ich weiß, dass es irdische Väter gibt, ja, die nicht unbedingt immer so alles richtig machen. Dazu gehöre ich sicher auch. Ja? Ich habe auch schon manchmal vielleicht meine Kinder verärgert. Deswegen ist es ja auch der himmlische Vater, zu dem wir reden. Der himmlische Vater, der uns von Herzen liebt. Und der uns in dem Alten Testament, sich vorstellt mit dem hebräischen Gottesnamen. Ich übersetze ihn ins Deutsche, der heißt, ich bin für dich da. Du redest mit dem, der gesagt hat, ich will für dich da sein, immer und überall und zu jeder Zeit. Und Jesus, wisst ihr, was Jesus heißt? Ist auch hebräisch, Yeshua. Heißt auf Deutsch Heiland, der Retter, der Heiland. Dieses altmodische Wort, ja. Aber wunderbar eigentlich, einer, der etwas heil macht. Ich habe eben vom Automechaniker gesprochen. Warum bringe ich denn das Auto dahin? Damit er das kaputt macht? Nee, damit er das heil macht. Ich freue mich, wenn es wieder heil ist und es fährt wieder. Jesus will, dass unsere Seele heil wird. Er ist der Heiland. Verstehen wir, dass da im Vater unser steht, nicht nur unser Vater im Himmel, sondern dein Name werde geheiligt. Dieser wunderbare Name, Jesus, dieser wunderbare Name unseres Vaters im Himmel, der für uns da sein will. All die Namen, von denen Gott, ja, die wir aus der Bibel von Gott kennen. Der Herr heißt nämlich, du hast die Macht. Egal, was die Leute sich alle einbilden, die hier in dieser Welt die Macht haben. Gott allein regiert. Und als es in der Nazi-Zeit so schlimm war, hat Karl Barth einem seiner Freunde nach Deutschland geschrieben, der völlig verzweifelt war. Er hat nur zwei Sätze geschrieben. Ja, oder einen Satz geschrieben. Ein Satz muss es gewesen sein. Der Herr regiert. Stimmte das eigentlich noch in der Nazi-Zeit? Der Herr regiert auch heute. Und wer sein Reich gefährdet. Dein Reich komme, beten wir. Das nehmen wir in den Blick. Dass Gott sein Reich bauen will. Wer dem lebendigen Gott ins Handwerk pfuscht, als Politiker oder wie auch immer, der muss sich vor Gott rechtfertigen. Ja, es gibt ein Gericht. Oh ja. Gott wird einmal über alles richten. Da wird zu wenig drüber gepredigt, aber das ist hier in diesem Satz mit drin, vom Reich Gottes. Gott wird sein Reich bauen. Und wir beten darum, dass er sein Reich baut, dass er zum Zuge kommt. Und richten, ja, wir werden nicht gerichtet, das will ich auch gleich dazu sagen, wenn ich vom gerichtet, wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Ja, sondern der hat das ewige Leben, sagt Jesus. Wichtig ist, dass wir mit Jesus unterwegs sind, damit uns das nicht trifft. Aber Gott ist auch der Heilige, der Gerechte, der trotz aller Krisen dieser Welt diese Welt in seinen Händen hält. Und das Vierte zum Beten. Ja, ich habe heute nicht nur drei Punkte. Das ergibt sich aus dem Text. Beten ist dann auch
Bitte und Fürbitte. Ich hoffe, wir haben da nicht zu lange jetzt drauf gewartet, auf das, was jetzt kommt. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern löse uns von dem Bösen. Wir kennen die Worte. Endlich, endlich, jetzt erst endlich sind wir da, dass wir auch unsere Bitten und alle Sorgen und alle Nöte und unsere Anliegen vor Gott aussprechen dürfen. Ja, das dürfen wir. Wir müssen nichts, was uns bedrückt, zurückhalten, für uns behalten. Wir dürfen ihm alle unsere Sorgen sagen, ob sie berechtigt sind oder unberechtigt, ob sie sehr schlau sind oder vielleicht auch ganz töricht. Aber wir dürfen Gott wirklich alles sagen. Beten ist Reden mit Gott. Ja, ich bleibe dabei, wir haben am Anfang das so gehört und ich darf ihm alles sagen. Das gehört als nächstes mit dazu. Ich muss aus nichts, was in meinem Herzen ist, eine Mördergrube machen. Ihm darf ich alles sagen. Ich darf mein Herz vor ihm ausschütten. Wie wunderbar. Allerdings darf ich auch eins wissen, dass Gott kein Gebetsautomat ist, bei dem man mal ein Gebet anwerft und morgen bringt die Post schon das Paket vorbei und die Erfüllung vorbei. Das wird so nicht sein. Bei allem gehört sicher, dass dein Wille geschehe mit dazu. Das haben wir sogar an Jesus lernen dürfen, wenn er im Garten Gethsemane vor seiner Kreuzigung bittet, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Bei allen unseren Bitten, die wir wirklich aussprechen dürfen, unsere Sorgen, die wir bei ihm abladen dürfen. Ja, wir sollen auch nicht, das habe ich auch mal gelernt, nicht einfach nur die Bitten vor Gott aussprechen und wenn das Amen gefallen lässt, dann nehmen wir all die Lasten, die wir da gerade abgelegt haben, wieder auf unsere Schultern und tragen sie mit nach Hause, wenn wir jetzt hier in der Kirche waren. Kommt nach Fürbittengebet und dann dürfen wir alles, was uns bedrückt, ablegen und ohne Lasten aus der Tür gehen. Weil wir Gott alles gesagt haben, unserem Vater im Himmel. Und weil der jetzt sorgen wird, lass alles hier, gib's bei ihm ab. Das ist eigentlich wahres Beten und Sorgen abgeben und ihm das sagen, was uns bedrückt. Allerdings gehört da auch dazu, dass wir ehrlich sind vor uns selbst und vor der Welt. Nämlich, dass wir Menschen Sünder sind, dass wir nicht alles richtig machen. Keiner von uns. Keiner hat die Weisheit mit Löffeln gefressen und keiner kann sagen, nur da geht der Weg lang. Und wie oft werden wir aneinander schuldig und verzeihen einander nicht das, was der andere bewusst oder unbewusst an uns verbrochen hat. Jesus lehrt uns auch, wenn wir schon beten und Gott unsere Bitten zu sagen, dass wir auch lernen, einander zu verzeihen, so wie Gott uns verzeiht. Denken wir doch darüber nach. Ich habe doch gerade gesprochen und Jesus hat es uns so deutlich gemacht. Er ist für unsere Schuld und Sünde am Kreuz gestorben. Nicht, weil ich das verdient habe, dass es irgendeiner verdient hat. Keiner hat es verdient. Er tut es aus Gnade und aus Liebe. Und manchmal muss man mit den Mitmenschen auch gnädig sein und ihnen vergeben, ob sie es verdient haben oder nicht. Ich habe es auch nicht verdient. Aber Jesus hat mir trotzdem vergeben. Lass uns diese Bitte und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben, doch mal ganz besonders ja, uns zu Herzen nehmen, weil Jesus auch sie besonders sie noch mal mit den letzten Versen deutlich macht, wie wichtig es ist. Wenn wir das nicht loslassen, was uns da voneinander trennt, wie soll es Gott aus unserem Leben beseitigen? Es wird uns immer herunterziehen und voneinander und letztlich auch von Gott trennen. Und in allem dürfen wir uns in die Treue und schützende und bewahrende Hand Gottes befehlen. So möchte ich einfach diesen Vers mal verstehen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Es gibt so vieles Böse in der Welt, wo wir uns vorfürchten. Aber ich bin diesen einfachen Worten oder auch schwierigen Worten, schwer manchmal zu beten, befehle ich mich einfach der Treue Gottes an, in seiner Nähe, in seinen Händen geborgen zu sein. Beten, ja, wir dürfen alle unsere Sorgen sagen. Und das fünfte und letzte, Beten ist Besinnung auf Gottes Macht und Möglichkeit. Unser Vater unser endet ja mit einem wunderschönen Satz, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So wie das Vater unser angefangen hat, wir sollen uns unseren Gott nochmal in den Blick nehmen, Vater, so endet es auch. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Wissen wir, dass wenn wir beten, wir gerade die Audienz genießen beim allerhöchsten Herrn dieser Welt, der höher steht als alle Präsidenten und Kanzler oder wie die Mächtigen dieser Welt auch heißen oder wie viel Geld sie auch besitzen, spielt keine Rolle. Gott ist der Allerhöchste. Er ist der Herr dieser Welt. Und du und ich, wir haben Zugang zu ihm.
Nicht nur zu ihm, so wie bei manchen Audienzen, wo man dann mit 10.000 Leuten sitzt und dann ist man auch nur einer unter vielen und irgendeiner, der da vorne auf dem Thron sitzt, der winkt dann nochmal fröhlich uns zu. So dürfen wir uns das nicht vorstellen. Du hast Einzelaudienz beim allerhöchsten Herrn der Welt, bei unserem Vater im Himmel. Einzeln hört er dir zu. Und wenn du betest, dann hört er nur dir zu. Und dann ist er ganz bei dir. Das hat der Herr versprochen. Da läuft es mir ganz warm, da wird es mir ganz warm ums Herz, wenn ich das so höre. Und das ist das, was Jesus sagen will. Bei ihm dürfen wir sein, bei diesem höchsten Herrn der Welt. Wenn wir das begriffen haben, welche Macht und welche Kraft und welche Herrlichkeit in Ewigkeit bei ihm zu finden sind, wird uns plötzlich das Gebet gar nicht mehr so unwichtig sein. Vielleicht sollten wir mal, lasst uns noch lang beten und nicht nur kurz beten sagen am Ende unserer Versammlungen. Lasst uns noch endlich mal wieder beten. Lasst uns doch fröhlich beten. Ach, lasst uns doch auch am Tage immer mal wieder beten. Nicht nur zum Essen oder Abend- oder Morgengebet, die wir es gewohnt sind. Lasst uns einfach mit Gott Gemeinschaft haben, mit ihm, so wie wir mit Freunden oder Familienmitgliedern gerne zusammen sind und uns unser Leben teilen, indem wir miteinander kommunizieren, miteinander reden, mit Gott in Kommunikation treten. Gestern meine Kinder nach langer Zeit, eine meiner Kinderfamilien nach langer Zeit bei uns war, was war ich froh? Ich hatte überhaupt nichts Neues zu erzählen, aber ich war froh, dass sie da waren. Und wir haben immer zugeredet, die ganze Zeit. Warum nicht so mit Gott? Er ist unser Vater und wir seine Kinder, du sein Kind. Und du darfst mit ihm immer ankommen. Und wo wir mit Gott reden und eben nicht nur vor den Menschen, wo wir das Gebet als echte Kommunikation sehen, da wo wir Gott in den Blick nehmen als den, der er ist, nämlich unser Allmächtiger und trotzdem unser Vater, da spüren wir plötzlich, was für eine Kraft aus dem Gebet herauskommt. Unser Akku, unser innerer Akku wird aufgeladen, damit wir aus diesem Kontakt zu Gott heraus fröhlich und mutig und unerschrocken in die Welt gehen. Wir haben ja vorher auch gebetet, Melanie, ne? Ich fand das so klasse. Ja, wir haben noch zuvor der Predigt hier oder vor dem Gebet gebetet und da hast du mir so schön gesagt, mit Jesus Christus mutig voran. Steht jetzt nicht in meinem Text, das weißt du, aber das möchte ich euch jetzt sagen. Oder wir sagen es zusammen und schließen damit diesen Predigt ab. Ja, wollen wir das mal tun? Mit Jesus Christus mutig voran. Amen. Ja, Jesus, hab Dank, dass du da bist, dass du so mutig bist und uns immer wieder Mut gibst, dass wir bei dir unseren inneren Akku aufladen dürfen, weil du der Allmächtige bist und weil du alles in deinen Händen hältst. Unsere kleinen und unsere großen Sorgen, bei dir wollen wir uns bergen. Und der Friede Gottes, den du uns schenkst, der kommt jetzt in unser Herz und erfülle uns. Amen.
Vater im Himmel, wir kommen jetzt zu dir in dem Wissen, dass wir es alleine nicht schaffen. Wir kommen, um dir stellvertretend für uns alle unsere Sorgen, Gedanken und Traurigkeiten zu bringen. Wir bitten dich für all die Menschen, die momentan verunsichert sind, die Angst vor Ansteckung, Arbeitslosigkeit oder der Zukunft überhaupt haben. Schenke du ihnen Zuversicht und Hoffnung. Stelle ihnen starke Menschen an die Seite, die mit ihnen gehen, Verständnis haben und sie in Geduld mittragen. Sei du in den Familien und schenke, dass die erzwungene Nähe zu einem Geschenk wird, dass Ehepartner sich wieder näher kommen und Kinder Geborgenheit spüren. Tröste besonders die alten und kranken Menschen in Krankenhäusern und Heimen, damit ihnen die Einsamkeit nicht so schwer fällt. Stärke du unsere Pasteure und alle Helfer, die bemüht sind, dein Wort in dieser schwierigen Zeit weiterzugeben. Und lass uns in unserer Bequemlichkeit nicht nur Konsumenten sein. Ja, Herr Jesus, wir kommen heute Morgen zu dir, um dir die furchtbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie weltweit zu bringen. Stellvertretend für alle Länder, die aktuell noch betroffen sind, bitten wir dich für Brasilien. Du siehst das Drama jedes einzelnen Menschen dort, die fehlende medizinische Hilfe, aber auch die unterbleibende Unterstützung durch die Regierung. Erbarme dich über die Betroffenen und mach fähige Menschen bereit, die Not zu lindern. Wir danken dir, dass in Deutschland die Zahl der an Covid-19 Erkrankten und Verstorbenen zurückgeht. Wir bitten dich aber auch sehr darum, dass alle verantwortlichen Politiker in unserem Land anstehende notwendige Lockerungen klug und begründet entscheiden können. Wir bitten dich auch für alle Menschen, die die Realität leugnen und unverantwortliche falsche Informationen verbreiten. Erbarme dich und bewirke, dass sie anfangen nachzudenken, bevor sie reden. Wir bitten dich für alle Arbeitnehmer, die zu wenig verdienen oder gar nicht mehr wegen Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit oder als Saisonarbeiter nicht ordentlich bezahlt werden. Wir bitten dich für die Unternehmer, die ums Überleben kämpfen. Für beide, Arbeitgeber und Nehmer, bitten wir dich, dass sie Hilfe bekommen, dass sie aber auch die Zeit nutzen und über ihre aktuelle Situation hinaus über sich und ihre Beziehung zu dir, dem Geber aller guten Gaben, nachdenken. Wir bitten dich für alle Lehrer und Schüler, die sich ebenfalls in einer außergewöhnlichen Situation befinden und unter erschwerten Bedingungen das Lehren und Lernen organisieren müssen. Bitte gib, dass das gelingen kann und dass aber auch die Chancen für Schule und Bildung in dieser Krise gesehen und genutzt werden. Und alle weiteren Anliegen bringen wir dir in dem Gebet, das du uns gegeben hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft.
Mit Jesus Christus mutig voran dürfen wir immer wieder gehen, in jeden neuen Tag hinein. Warum? Weil er seine Hände über uns hält und um uns und unter uns und weil er bei uns ist und uns nicht vergisst. Und damit wir das wirklich nicht vergessen, steht am Ende jeden Gottesdienstes so das Symbol der Handaufhebung, ja, dass Gott seine Hände auf uns legt, damit wir es wirklich sehen können. Aber es ist nur ein Zeichen. Aber innerlich darf das so geschehen. So geht hin in seinem Frieden. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Wir freuen uns nochmal auf das Orgelnachspiel und nehmen dazu nochmal Platz.